Sie hören den Artikel Flugangst, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 17. Dezember 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Flugangst. Klassifikation nach ICD-10, F40.2. Spezifische isolierte Phobien. Aviophobie oder Flugangst beschreibt die krankhafte Angst respektive Phobie vor dem Fliegen. Die Symptome der Aviophobie können mehrere Tage vor einer Flugreise auftreten, aber auch kurz vor dem Flug, zum Beispiel am Gate oder im Flugzeug. Symptomatisch sind schweißnasse Hände, Herzrasen, flache Atmung, Magen- und Darmkrämpfe, Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit. Generell tritt bei Betroffenen eine Panik auf, die den ganzen Körper zu lähmen scheint. Ursachen. Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach leiden etwa 15% aller Deutschen unter Flugangst. Weitere 20% fühlen sich an Bord nicht sonderlich wohl. Eine Untersuchung von Gründen der Flugangst zeigte, 37% hatten Angst vor dem Kontrollverlust, 34% Angst vor einem möglichen Flugzeugabsturz und 13% Angst vor der Höhe bzw. dem unsichtbaren Medium Luft. Bei dieser Untersuchung waren 38 Menschen mit Flugangst im Rahmen einer virtuellen Exposition befragt und beobachtet worden. Die Flugangst wird nach DSM-4 als eine spezifische Phobie, als situationsbezogen und als eine nicht klassische Phobie bezeichnet, da diese sich immer aus verschiedenen bezugnehmenden Ängsten zusammensetzt. Laut der Flugangststudie von 2007 gibt es bei Betroffenen diese drei Gruppen. 68,3% sind mindestens einmal im Leben geflogen, und die Flugangst trat plötzlich und unerwartet auf. 22,9% nennen als Auslöser ihrer Flugangst eine subjektiv negative Erfahrung während eines Fluges, zum Beispiel heftige Turbulenzen oder eine Notlandung. 8,8% sind noch nie geflogen. Dieser Personenkreis hat Angst vor einem ersten Flug. Überwiegend geben die Befragten mit 61,2% Nennungen die Angst vor dem Ausgeliefertsein, mit 54,6% Nennungen die Angst vor einem Absturz sowie mit 44,1% Nennungen die Angst vor Turbulenzen an. Die Angst vor terroristischen Anschlägen ist innerhalb eines Jahres um 8 Prozentpunkte gestiegen und wird als Grund von nunmehr 9,7% der Personen mit Flugangst angegeben. Nach einer aktuellen Befragung von 2008 kommen neben der Flugangst bei 33,4% der Betroffenen weitere Stressfaktoren im privaten und beruflichen Bereich hinzu. Die meisten Flugangstgeplagten, nämlich 61,5%, sind bereits mehrmals geflogen. Während 44,3% der Frauen mit Flugangst nach dem ersten Flug konfrontiert wurden, tritt bei 27,1% der Männer die Flugangst nach mehreren angstfreien Flügen auf. Die Stärke der Flugangst beurteilten die meisten zwischen Mittel und Stark. Knapp 80% der Befragten sind der Meinung, dass ihre Flugangst übertrieben und unangebracht ist. Die Aviophobie gehört zu den spezifischen Phobien und ist verwandt mit der Klaustrophobie. Therapien. Zur Behandlung von spezifischen Phobien, zu denen auch die Flugangst zählt, eignet sich unter anderem die Konfrontation mit angstauslösenden Reizen im Rahmen einer Verhaltenstherapie. Am Lehrstuhl für biologische Psychologie, klinische Psychologie und Psychotherapie der Würzburger Universität wird zur Behandlung von Flugangst ein neues Verfahren der Konfrontationstherapie eingesetzt, die Virtual Reality Exposure Therapy. Hierbei werden die Patienten in virtueller Realität ihren angstauslösenden Situationen ausgesetzt.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in professionellen Flugangstseminaren zu lernen, wie man den Teufelskreis der Angst durchbrechen kann. Diese sollten sowohl einen Teil zum technischen Hintergrund des Fliegens enthalten, als auch einen psychologischen Teil zur Erklärung der Angstmechanismen und wie man diesen entgegensteuern kann. Neueste wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass es keinen Mehrwert für den Seminarteilnehmer gibt, wenn der Psychologe an dem Flug teilnimmt. Dennoch bieten die beiden größten deutschen Fluggesellschaften, Lufthansa und Air Berlin, Seminare mit einem psychologisch begleiteten Abschlussflug an. Prognosen. Konfrontationstherapien haben eine Erfolgsquote von 70-95%. Es konnte auch gezeigt werden, dass das virtuelle VRET-Verfahren und konventionelle Konfrontationsverfahren bestehend aus Training und späterem Flugereignis gleich gute Ergebnisse im Vergleich mit einer Kontrollgruppe erzielten. Eine klinische Studie hierzu zeigte, dass bei beiden Verfahren jeweils 93% der Teilnehmer bei der Nachuntersuchung nach 6 Monaten inzwischen geflogen waren. Eine Selbstevaluation von Teilnehmern eines Seminars gegen Flugangst ergab, dass 24% der Personen 1 Jahr nach dem Seminar völlig angstfrei waren. Der Artikel Flugangst wurde von Beate Schumann mit dem Benutzernamen Beachi am 17.12.2014 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/flugangst. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.